Kinder, es geht los. Andi. Rein probieren. Alex. Alex, ab auf deinen Bock. Komm, Ibiza. Ibiza. Vitamine. Sehr gut. Rein mit dir. Los. Eddie. 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 Eddie, deine Passbrause. Und rein mit dir. Prost, Junge. Erstmal einsteigen, Kinder. So. Schnallt euch bitte an. Aber Papa, wer? Halt die Fresse. Hey! Schnallt euch an. Seid ihr angeschnallt? Was sind wir angeschnallt? Los geht's. Rücke an Maschinenraum. Legt mal hier ein paar Kohlen nach. Wir müssen Matthias heben. Hier Maschinenraum. Wir legen nach. Rücke an Maschinenraum. Danke. Ja, gerne. Ja, moin Leute. Da sind wir angekommen in Münster. Unser nächster Tourabschnitt beginnt. Heute sind wir in der, mal gucken, ob wir das eingefangen bekommen, in der Sputnik-Halle. Aber im Sputnik-Café heißt es offiziell, das ist der etwas kleinere Laden. Aber ich gebe euch mal eine Führung jetzt. Ansonsten ist das hier total schön. Es gibt einen Außenbereich. Die Sonne scheint, die ersten Leute sitzen auch da. Ich glaube, die gehören aber zu den Bands. Dann gehen wir mal reingucken, wie die Läden aussehen. Sehr schön übrigens, wenn man ankommt. Da hängt ein Poster von uns. Voll geil. So, und dann gehen wir mal in die große Halle. Da, wo wir nicht sind, aber gerne wären. Riesenschuppen hier. Alles mit bei. Hai an der Decke. Riesenbühne. Riesenraum. Ja, soweit sind wir noch nicht. Wir sind nebenan im Café. Schauen wir da mal rein. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht verlaufen sich die Leute und gehen einfach biegen links ab statt rechts. So, da sind wir im Café. Hier hängt auch schon unser Merch. Wir sind nämlich schon gut im Zeitplan, haben schon einiges vorbereitet. Wird gerade noch die Technik aufgebaut. Schauen wir mal auf die Bühne. Genau, da ist man noch fleißig. Ansonsten sehr cool, coole Bühne hier. Und der Backstage-Bereich, wo auch schon die Ersten wie immer rumgammeln, ihren Hintern rausstrecken und Bier trinken. Der Andy läuft alleine. Was mit euch? Ich hoffe, du zankst die Kamera. Hallo Andy. Warum läuft denn der Eddie allein? Warum läuft er denn allein? Weil er frech war. Gucken, wer da kommt. Er war wieder ein Assi. Unverschämt, Fahrer. So wird er bestraft. Er verarscht uns doch so. Guck mal, der findet sogar die Kurve. Also, wir schnappen uns jetzt die Instrumente und sprengen gleich die Ehrlich Brothers und treten da auf. Da erleben die mal Magie. Wo ist der Willi? Magie? Nein. Ja! Du bist ein Spacko, ey. Eddie, wie macht die Ente? Ich stehe jetzt hier an der Kasse, aber das sieht aus wie so eine Hexe.
Hier so auf dem Jahrmarkt und so. Gib mir deine Hand, ich lese in die Zukunft. Gib mir deine Hand.